Bernina hat vor einiger Zeit eine komplett neue Overlock-Serie eingeführt. Mit der L850 kommt ein weiteres Modell hinzu. Und das ist die bisher größte Overlock von Bernina. Schon der Karton, in dem sie geliefert wird, ist für eine Overlock riesig. Wer die beim Händler abholt, der sollte auch einmal über den Platz in seinem Auto nachdenken. Denn die bekommt man nicht einfach in jeden Kofferraum hinein. Der Karton hat links und rechts Griffe und lässt sich daran ganz gut tragen. Aber nun einmal genug vom Karton, lasst uns das Gerät einmal auspacken. Wenn wir den Karton öffnen, sehen wir auf dem zweiten Deckel eine Übersicht mit dem, was sich im Karton befindet. Was die Bernina L850 nun kann und welchen Eindruck wir gewonnen haben, das seht ihr gleich nach dem Intro. Die L850 wird schon mit einigem an Zubehör geliefert. Da wäre als erstes der Standard-Nähfuß, welcher sich schon an der Maschine befindet. Es gibt einen Anschiebetisch dazu, um die Nähfläche weiter zu vergrößern. Den Abfallbehälter zum Auffangen der Schneidabfälle. Ein Kniehebel für mehr Nähkomfort. 4 Konenhalter sowie 4 Fadenablaufscheiben. 4 Fadennetze zum Sichern der Garnrollen. Ein Öl von Bernina, den Einfädeldraht und einen Torx-Schraubendreher. Die rechtsseitige Nahtführung. Eine Zubehörbox, um die ganzen Zubehörteile aufbewahren zu können, sowie den Fußanlasser und das Stromkabel. Die Bedienungsanleitung nebst Kurzanleitung und Garantieschein. Eine Staubschutzhaube darf natürlich auch nicht fehlen. Für den Start hat Bernina schon eine Packung Overlockgarn beigelegt. Im Greiferdeckel der Bernina 850 befindet sich dann auch noch Zubehör. Als da wäre ein Pinsel, der Nadeleinfädler mit Nadelwechselhilfe, der Schraubendreher für die Nadelklemmschrauben und die Pinzette. Sowie eine Packung Nadeln. Nicht nur der Karton ist groß, auch die L850. Sie ist 44 cm breit, 29 cm tief und 41,5 cm hoch. Wenn die Fadenführung ausgezogen ist, beträgt die Höhe ca. 65 cm. Das Gewicht der Maschine liegt bei 12,5 Kilo. Wird der Anschiebetisch verwendet, hat die Nähfläche die Maße von 32,5 cm in der Tiefe und 35,5 cm in der Breite. Die zum Nähen nutzbare Breite beträgt dann ca. 22 cm. Um den Tisch abzunehmen, wird einfach der Auslöseknopf auf der Unterseite gedrückt und mit etwas Kraft kann der Tisch abgezogen werden. Beim Anbringen des Tisches ist darauf zu achten, dass die beiden Führungen vom Tisch auf der Vorder- und auf der Rückseite genau in die Führung an der Maschine laufen und sich der Tisch beim Anschieben nicht verkantet. Mit ein wenig Druck rastet der Tisch an der Maschine ein. Eine Besonderheit der Bernina L850 ist der Freiarm. Er ermöglicht es, zum Beispiel Rundgeschlossenes besser zu verarbeiten. Der Freiarm ist 8,6 cm tief und 4,8 cm hoch. Die Länge des Freiarms bis zum Messer beträgt ca. 8 cm. Beleuchtet wird die L850 mit 8 hellen tageslichtähnlichen LEDs. Es sind je 4 LEDs links und rechts angebracht. Der Nähbereich wird somit sehr gut ausgeleuchtet. Zum Transportieren gibt es einen praktischen ausklappbaren Tragegriff. Dieser ist jedoch nicht mittig platziert, sodass sich die Maschine durch das hohe Gewicht nicht gut daran tragen lässt. Es gibt aber auf der rechten Seite eine zusätzliche Griffmulde, somit kann die L850 mit beiden Händen zumindest gut auf den Tisch gestellt und auch wieder weggeräumt werden. Auf der Vorderseite befinden sich die 4 einstellbaren Fadenspannungen. Sehr praktisch ist an der Stelle die Darstellung, für welchen Greifer oder welche Nadel der jeweilige Faden gedacht ist. Wird der Nähfuß angehoben, öffnen sich alle Fadenspannungen, was sehr hilfreich beim Einfädeln ist. Der Nähfußdruck kann in 6 Stufen eingestellt werden. Dies funktioniert über den sehr gut zugänglichen Stellhebel auf der Oberseite der Maschine. Der Differentialtransport, welcher aus einem vorderen und aus einem hinteren Transporter besteht, ist einstellbar. Der Transporter kann so eingestellt werden, dass beide Transporter gleich laufen oder dass der vordere Transporter schneller oder langsamer läuft als der hintere. Dies hilft, um ein ungewolltes Dehnen des Stoffes zu verhindern oder aber auch, um Stoffe gezielt zu dehnen oder zu kräuseln. Der Nähfuß kann auf maximal 8 mm angehoben werden. Eine Besonderheit bei der L850 ist, dass der Nähfuß auch vorn mit angehoben wird. So kann der Stoff leichter unter den Nähfuß geschoben werden. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Nähfuß über den Hebel auf der Maschinenrückseite angehoben wird.
Die Bernina L850 kann den Nefus auch über den Kniehebel anheben. Der Kniehebel wird dazu in die Kniehebelaufnahme auf der Vorderseite der Maschine eingesteckt. Der Hebel kann nun, wie der Name schon sagt, mit dem rechten Knie bewegt werden. Der Nefus wird dabei angehoben. Allerdings ist es über den Kniehebel nicht möglich, wie bei der Bedienung über den Lifterhebel, den Nefus auch vorn mit anzuheben. Warum diese äußerst hilfreiche Funktion nicht über den Kniehebel genutzt werden kann, erklärt sich leider nicht. Denn gerade bei der Verwendung des Kniehebels wäre dies eine große Erleichterung. Hier einmal der Vergleich beim Nefus anheben, links mit dem Kniehebel und rechts mit dem Lifterhebel. Der Abfallbehälter ist sehr einfach anzubringen. Die große Greiferklappe lässt sich auch öffnen, wenn der Abfallbehälter angebracht ist. Zum Wechseln des Nähfußes einfach den Hebel auf der Rückseite des Nähfußhalters betätigen. Das Obermesser der L850 kann ganz leicht versenkt werden. Dazu wird der Schieber auf der linken Seite betätigt. Über einen Stellknopf kann die Nahtbreite eingestellt werden, was direkten Einfluss auf die Schnittbreite hat. Der eingestellte Wert ist immer gut ablesbar. Über einen Schieber kann die Maschine ganz leicht auf Rollsaum eingestellt werden. Das MTC ist die patentierte Mikrofadenkontrolle von Bernina. Darüber kann die Fadenmenge der Schlingenfäden nochmals feiner abgestimmt werden. Die beiden Greiferklappen lassen sich leicht öffnen und schließen. Im geöffneten Zustand liegt die große Greiferklappe nicht auf dem Tisch auf. Auf der Innenseite der großen Greiferklappe ist das wichtigste Zubehör gleich griffbereit untergebracht. Erstmals bei einer Bernina Overlock befindet sich der Konverter nicht mehr separat im Zubehör. Er wurde jetzt direkt am rechten Greifer angebracht und braucht nur noch herumgeklappt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der kleine Haken auch richtig in das Fadenloch am Greifer geführt wird. Die Nadelwechselhilfe und der notwendige Schraubendreher sind wie schon gesagt in der Greiferklappe griffbereit untergebracht. Der Nähfuß kann nach links ausgeschwenkt werden, um mehr Platz beim Wechsel der Nadeln zu haben. Die Einsitzhilfe kann auch zum Entfernen der Nadeln verwendet werden. Beim Einsetzen einer neuen Nadel ist darauf zu achten, dass die flache Seite der Nadel nach hinten zeigt. Die Nadel mit der Einsatzhilfe dann bis zum Anschlag in die Nadelhalterung einschieben. Anschließend die Nadel mit dem Schraubendreher festziehen. Damit die getauschten Nadeln nicht abhanden kommen, hat die Bernina L850 hinter der Greiferklappe gleich drei praktische eingebaute Nadelkissen. Auf der rechten Seite der Maschine befindet sich der Stellknopf für die Stichlänge und der Stellknopf für den Differentialtransport. Außerdem das Handrad. Etwas weiter hinten ist der Stromanschluss und der Anschluss für den Fußanlasser. Und natürlich der Einschalter. Zwei Schalter sorgen bei der Bernina L850 für Sicherheit. Wenn die Greiferklappe geöffnet ist oder wenn der Nähfuß angehoben ist, kann die Maschine nicht über den Fußanlasser in Gang gebracht werden. So sollte es eigentlich sein. Aber bei unserer L850 funktionierte das irgendwie nicht. Man kann auch bei geöffneter Greiferklappe und angehobenem Nähfuß die Maschine über den Fußanlasser bewegen. Es ist immer nur eine Nadel Auf- und Abbewegung, aber das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder? Und das kennen wir von der Bernina L460 auch anders. Aufgefallen ist uns auch, dass die Maschine nach dem Einschalten nicht sofort auf die Geschwindigkeitsregelung des Fußanlassers reagiert. Es gibt eine Art Verzögerung, bevor die Maschine dann plötzlich mit sehr hoher Geschwindigkeit losnäht. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Danach reagiert die L850 aber völlig normal. Es passiert allerdings jedes Mal, wenn die Maschine neu eingeschaltet wurde. Und es ist auch egal, ob die Maschine dann schon eine Weile eingeschaltet stand. Damit verbunden haben wir bemerkt, dass die L850 jedes Mal nach dem Einschalten, wenn man kurz auf den Anlasser tippt, um einen Stich zu nähen, die Maschine sofort drei Stiche näht und erst dann wieder anhält. Und egal, was wir versucht haben oder wie oft wir es versucht haben, es ist jedes Mal genau so. Ob es sich hier um einen Fehler der Maschine handelt, konnten wir leider nicht feststellen. Zum Aufsetzen der Garnrollen wird zunächst die Fadenführung komplett ausgezogen. Es können auch normale Garnrollen zum Nähen verwendet werden. Wir wollen hier aber mit Overlock-Konen arbeiten, also entfernen wir die Garnrollen wieder und stecken vier Konenhalter auf. Anschließend setzen wir vier Overlock-Konen auf. Was an dieser Stelle etwas merkwürdig ist, es handelt sich um eine Vierfaden-Overlock-Maschine.
Es werden also nur 4 Garnrollenhalter benötigt. Die L850 hat aber 5 Garnrollenhalter. Wofür der 5. Garnrollenhalter da ist, hat sich uns leider nicht erschlossen. Auch in der Bedienungsanleitung haben wir dazu nichts gefunden. Bevor wir mit dem Einfädeln beginnen, heben wir den Nähfuß an, damit die Fadenspannungen geöffnet sind. Dann öffnen wir die Greiferklappen. Hier ist auch das Einfädelschema zu sehen. Jetzt das Einfädelsystem mit dem Stellknopf schließen. Die Bernina L850 bleibt übrigens automatisch immer in der richtigen Position stehen. Sollte die Maschine einmal nicht in der richtigen Position stehen, dann den Stellknopf drehen und anschließend am Handrad, bis der Fadenkanal geschlossen ist. Da die Fäden in Röhren bis zum Greifer laufen, ist die Einfädelreihenfolge eigentlich egal. Wir beginnen aus Gewohnheit mit dem linken Greifer und folgen in dem Fall der blauen Markierung. Den Faden ziehen wir zuerst über die Fadenführung. Dann muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten zum Fadenkanal. Den Faden hier in die Öffnung halten und den Fußanlasser treten. Der Faden wird jetzt per Luft bis in den Greifer geführt. Das Ganze wird mit dem rechten Greifer der roten Markierung folgend wiederholt. Den Faden ziehen wir zuerst über die Fadenführung. Dann muss der Faden hinten in die Fadenführung am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten zum Fadenkanal. Den Faden hier vor die Öffnung halten und den Fußanlasser treten. Der Faden wird jetzt per Luft bis in den Greifer geführt. Nun geht es weiter mit dem Faden für die rechte Nadel, also der grünen Markierung folgen. Den Faden ziehen wir zuerst über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten. Dann weiter nach links zur nächsten Fadenführung. Von dort nach oben um die Führung herum, wieder nach unten. Und durch die nächste Fadenführung. Jetzt den Faden in die Führung am Nadelhalter einhängen. Der Nadeleinfädler sollte auf grün stehen. Nun den Nadeleinfädler langsam nach unten bewegen. Den Faden dabei von links nach rechts um den Fadenhalter am Einfädler ziehen. Dann den Einfädler nach unten drücken, bis der kleine Haken durch die Nadel kommt. Den Faden jetzt einhaken und den Einfädler vorsichtig loslassen. Der Faden ist nun durch das Öhr gezogen worden. Den Faden dann nach hinten durchziehen. Das Ganze wird jetzt mit dem linken Nadelfaden wiederholt, also der gelben Führung folgen. Den Faden ziehen wir zuerst über die Fadenführung. Danach muss der Faden in die Fadenführung hinten am Gehäuse eingeklipst werden. Jetzt geht es durch die Fadenspannung nach unten. Dann weiter nach links zur nächsten Fadenführung. Von dort nach oben um die Führung herum und wieder nach unten. Und durch die nächste Fadenführung. Jetzt den Faden in die Führung an der Nadelhalterung einhängen. Der Nadeleinfädler sollte jetzt auf gelb stehen. Nun den Nadeleinfädler langsam nach unten bewegen. Den Faden dabei von links nach rechts um den Fadenhalter am Einfädler ziehen. Dann den Einfädler nach unten drücken, bis der kleine Haken durch die Nadel kommt. Den Faden jetzt einhaken und den Einfädler vorsichtig loslassen. Der Faden ist nun durch das Öhr gezogen worden. Den Faden dann nach hinten durchziehen. Um mit dem Nähen zu beginnen, einfach den Nähfuß mit dem Kniehebel anheben und den Stoff von unter den Nähfuß schieben. Wir nähen hier zum Testen einmal die verschiedensten Stoffe hintereinander. Angefangen mit einem leichten dünnen Stoff, über elastischen Stoff und einem schon etwas älteren dicken alten Frottee-Handtuch. Es wird beim Rausnähen eine saubere Fadenkette produziert und man kann problemlos wieder ansetzen. Aber im Gegensatz zur Bernina L460 hat uns die Standardeinstellung der Fadenspannung hier nicht überzeugt. Hier einmal die drei Stoffe mit den nicht so schönen Nähten. Nachdem wir dann die Fadenspannung für jeden Stoff individuell eingestellt haben, sahen die Ergebnisse schon ganz anders aus.
Aber wir haben hier eben für jeden der drei Stoffe die Fadenspannung und die Maschine extra angepasst. Das Ergebnis kann sich am Ende dann aber auch sehen lassen. Hier noch einmal zum Vergleich. Links immer der Stoff mit der Standardeinstellung genäht und rechts, nachdem wir die Maschine auf das jeweilige Material eingestellt haben. Um die Funktion der MTC-Fadenkontrolle einmal verständlich zu zeigen, haben wir hier alles etwas übertrieben dargestellt. Wie wir hier sehen, ist die Schnittbreite auf 9 mm eingestellt. Der Kettelfinger steht dabei in seiner maximalen rechten Position. Die Naht steht über die Stoffkante hinaus. Um das zu korrigieren, stellen wir den Kettelfinger bis an die Stoffkante heran. Dadurch schließt die Naht jetzt genau mit der Stoffkante ab. Somit ist es möglich, die Nahtbreite unabhängig von der Schnittbreite einzustellen. Durch die kleinen Einstellungen erzielt man immer die perfekte Stoffkante. Diese Funktion bietet nach unserem Wissensstand derzeit nur noch die Bernina L450 und L460. Im Video schwer darstellbar, aber wir haben bestmöglich versucht, den Klang der L850 für euch einzufangen. Es ist nach unserer Meinung eine der leisesten Overlock-Maschinen auf dem Markt. Durch den zusätzlichen Anschiebetisch besitzt sie eine sehr große Nähfläche. Rechts neben dem Nähfuß hat die Maschine einen sehr großen Durchlass. Es erklärt sich leider nicht, wozu diese genau dienen soll, da eine Overlock-Maschine immer an der Stoffkante näht und abschneidet. Wir haben einmal probiert, ob man dadurch eventuell den Nähfußhebel bequemer erreichen kann. Dem ist allerdings nicht so. Die L850 hat einen Freiarm, was bei Overlock-Maschinen recht selten ist. Dieser ist aber für enge und kleine rundgeschlossene Teile eher weniger geeignet. Leider gibt es für den Freiarm auch keine Abdeckung, falls man den großen Tisch einmal nicht benutzen möchte. Die Nähfläche selbst wird durch die 8 LEDs gut ausgeleuchtet. Im vorderen Bereich könnte allerdings etwas mehr Licht sein. Wer verschiedenste Materialien verarbeitet und auch einmal etwas dickeres näht, wird sich über die elektronische Leistungsregulierung des Motors freuen. Auch wenn man langsam näht, verliert die Maschine nicht an Kraft. Der Nähfuß kann bis auf 8 mm angehoben werden. Wird dabei der Lifterhebel verwendet, hebt sich auch die Nähfußspitze mit an. Somit kann der Stoff problemlos unter den Nähfuß geschoben werden. Der Kniehebel ist sehr praktisch. Leider wird bei der Benutzung nur der Nähfuß angehoben, aber nicht die Nähfußspitze. Was an der Stelle sehr schade und unverständlich ist, da diese Funktion gerade in Verbindung mit dem Kniehebel perfekt wäre. Wenn der Nähfuß angehoben ist, schützen die Sicherheitsschaltungen vor versehentlichem Losnähen. Ist zusätzlich die Greiferklappe geöffnet oder nur die Greiferklappe offen, dann schützt die Sicherheitsschaltung leider nicht mehr vollständig, da die Maschine trotzdem einen Stich nähen kann. Ob es sich dabei um einen Fehler in unserer Testmaschine handelt, konnten wir leider nicht feststellen. In der Greiferklappe ist das wichtigste Zubehör immer griffbereit untergebracht. Die L850 positioniert immer in der Einfädelstellung. Durch den One-Step Bernina Lufteinfädler muss beim Einfädeln keine Reihenfolge beachtet werden. Für das bequeme Einfädeln der Nadeln gibt es einen fest verbauten Einfädler. Bei diesem sollte man aber unbedingt darauf achten, in welche Richtung die Fäden um die Führung gelegt werden, da das Einfädeln sonst nicht funktioniert. Beim Nähen unserer Teststoffe war nicht sofort ein gutes Nähergebnis zu erzielen. Erst als wir für jedes Material die Maschine eingestellt haben, konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Die manuellen Fadenspannungen ließen sich dabei sehr gut einstellen. Die bei Bernina exklusive MTC-Fadenkontrolle erlaubt dabei zusätzlich ein sehr feines und genaues Einstellen der Nahtbreite. Man kann mit 2, 3 oder 4 Fäden nähen. Bei zweifädigen Stichen kann der fest verbaute Konverter sehr leicht aktiviert werden. Die L850 ist wie bei Bernina üblich sehr gut verarbeitet. Wenn man die Maschine richtig einstellt, kann man mit ihr sehr gute Nähergebnisse erzielen. Die Maschine ist sehr groß und schwer, was sie leider etwas unhandlich macht. Dafür steht die L850 auch bei der maximalen Nähgeschwindigkeit von 1500 Stichen pro Minute sicher auf dem Tisch. Nähen macht mit ihr auf jeden Fall richtig Spaß. In der L850 würde ich sowohl für fortgeschrittene und auch anspruchsvolle Nutzer ein sehr gutes Werkzeug sehen.
Ob euch die Maschine den derzeit von Bernina aufgerufenen Preis von 2.699 Euro wert ist, das müsst ihr allerdings für euch selbst entscheiden. Und an dieser Stelle bin ich dann auch raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Der Link zum Produkt ist natürlich in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gern ein Like dalassen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, bye bye.